ab. Ich bin's, eure Katja Daniel. Heute gibt es von mir ein ganz kurzes, schnelles und ungeschnittenes Video über die Pflege unserer Extensions. Und zwar habe ich mir vor einigen Wochen Extensions machen lassen mit der Mikroring-Tressen-Methode. Und es war eine recht günstigere Variante. Also ich habe jetzt nicht die teuersten Haare genommen, hatte einige Probleme mit meinen Haaren und habe sie mit einem ganz bestimmten DM-Produkt, also ein Drogerieprodukt besser gesagt, in den Griff bekommen. Welches das ist, was ich getan habe, das erzähle ich euch jetzt. Erstes muss ich euch sagen, dass ich mir eine neue Bürste gekauft habe. Keine sehr teure, und zwar diese hier vom DM. Das ist die Ebelin-Bürste mit Echthaarborsten und Keratin in diesen Borsten. Damit kommt man wunderbar durch. Also man kann richtig super von oben nach unten überall durchkämmen, ohne dass sie irgendwo stecken bleibt, hängen bleibt oder irgendwas anderes. Also die kann ich auf jeden Fall empfehlen. Okay, so ein Mist, jetzt muss ich doch einmal schneiden. Und zwar ist das dieses Keratinöl. Das bekommt ihr auch in der Drogerie. Ich habe es jetzt vom DM. Das ist ein Keratinöl halt. Ich versuche es mal vorzulesen, das steht alles auf Englisch da. Für optimale Festigkeit und Glanz auf das gestylte Haar sprühen. Ja, okay, wissen wir Bescheid? Hätte man sich auch denken können. Aber das ist wirklich sehr, sehr gut und es riecht so geil. Richtig, richtig gut. So, kommen wir nun zu meinen Favoritprodukten. Ganz ehrlich, Leute, ich hatte schon einmal eine Haarverlängerung, schon mehrmals. Und ich habe bis jetzt nur einmal das teure Haar genommen, also das teure Haar gekauft dafür und hatte da aber wesentlich mehr Probleme irgendwie. Ich weiß nicht, ob ich da verarscht wurde oder so, kann ja auch sein. Aber ich hatte bei diesen Extension-Sets, das sind Echthaar-Extensions. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob es jetzt europäisches war oder asiatisches. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es nicht dieses Remi-Haar, denn damit hatte ich immer Probleme. Es ist auf jeden Fall ein anderes Echthaar. Ich habe diese Haare auch schon einmal gefärbt. Und wenn man ja diese Haare kauft, ist ja meistens eine Silikonschicht mit drauf. Das sollte man ja eigentlich unterlassen. Aber wenn man sich daran hält, bestimmte Produkte zu benutzen, die auch Silikon beinhalten, wenn du silikonhaltige Extensions hast, davon reden wir, dann ist das gar kein Problem, sie so gut zu pflegen und aussehen zu lassen, wie am ersten Tag, wo du sie hast reinmachen lassen. So, und dann habe ich erstmal recherchiert, ob meine Haare silikonhaltig sind. Dann habe ich die Verkäuferin gefragt, also die aus dem Shop, die mir sie auch reingesetzt hat. Und ja, meine Haare waren silikonhaltig oder sind silikonhaltig, also mit dieser Silikonschicht. So, und dann habe ich einfach mal rumgeguckt und rumgegoogelt. So, ich habe bei Google einiges Schlechtes über die Marke gehört, was Extensions betrifft, aber es kann auch möglich sein, dass dann die Extensions gemeint sind, die keine Silikonschicht haben. Ich zumindest komme mit dieser Produktreihe von Garnier am allerbesten mit meinen Extensions klar. Und zwar ist das diese hier. Das ist die Garnier Wahre Schätze Reihe. Und zwar das Ahorn Balsam. Also wirklich nur das. Ich habe bis jetzt jegliche Shampoos offen. Ich benutze zweimal die Woche circa die Kur davon. Und nach jedem Mal Haare waschen natürlich auch die Spülung. Also ihr braucht schon auf jeden Fall diese drei Produkte. So. Mein Problem mit meinen Haaren war, dass sich immer hier hinten, wenn ich die offen gelassen habe, so wie so ein Klumpen gebildet hat. Und ich habe mich gefragt, boah, kann das normal sein, dass ich mir alle 10 Minuten, alle halbe Stunde meine Haare bürsten muss? Und nein, es ist nicht normal, Leute. Wenn das bei euch so ist, dann müsst ihr andere Produkte benutzen, Pflegeprodukte. Dann könnte es sein, dass eure Silikonschicht schon, sich rausgewaschen hat, abgewaschen hat oder durch Färbungen sich entfernt hat von den Extensions, und dann müsst ihr silikonhaltige Produkte benutzen. Es gibt mehrere silikonhaltige Produkte in der Drogerie, aber wie gesagt, ich habe mehrere Sachen ausprobiert und bin nun da gelandet und bleibe auch da. Seitdem ich das benutze, brauche ich meine Haare höchstens zweimal, dreimal am Tag durchbürsten. Und das ist vollkommen normal bei Extensions, dass man sie zwischendurch mal durchkämmen, bürsten muss, ne? Aber vorher war es wirklich extrem. Alle halbe Stunde hing ich da oder mit den Haaren ab, versucht es irgendwie rauszumachen. Und was noch natürlich super ist, ist diese Bürste. Man kann einfach so damit durchgehen und es passiert rein gar nichts. So, und wenn ihr das gemacht habt mit dem Pflegeprodukt,
Produkten. Dann noch das hier, dieses Öl dazu benutzt, also dieses Sprühöl. Das ist zum Sprühen, finde ich auch super klasse. Man verschmiert sich nicht alles in die Hände, was auch voll nervig ist. Dann seid ihr auf der sicheren Seite. So, meine Lieben, das war's jetzt mit meinem Video zu dem Thema Extensions. Falls ihr noch Fragen habt, dann könnt ihr sie mir sehr gerne in meine Kommentare schreiben. Und Leute, vergesst das Abonnieren nicht. Ich habe so viele Zuschauer, die keine Abonnenten von mir sind. Bitte abonniert mich doch einfach. Wo ist denn das Problem? Leute, einfach nur draufklicken und fertig. Dann seht ihr auch öfters was von mir. Dann könnt ihr mir auch Vorschläge machen bezüglich anderen Videos. Ist gar kein Thema. Ich gehe gerne darauf ein. Ja, und natürlich ein gefällt mir nach oben dafür, dass ich euch den Tipp genannt habe und ein bisschen was erklärt habe zu den Extensions. Ja, und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!